Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast Infinity War of Skyblock Expert Mode. In der letzten Folge habe ich das Ding hier aufgebaut. Dieses Resurrection-Dingens-Dönens da. Und mir ist seitdem eingefallen, wir haben ja ein Enderperlen-Problem. Und die Enderman, die spawnen hier ja überall. Wir könnten doch rein theoretisch hier alles ausleuchten und hier einen Mob-Grinder hinmachen. Dann wäre das gleichzeitig ein Draconic, also eine Ender-Dragon und eine Enderman-Farm. Wäre das nicht cool? Das wäre cool. Ach ja, ich habe hier keinen Empfang. Das wäre, glaube ich, wirklich ganz cool. So, jetzt schauen wir mal zurück, ob alles soweit funktioniert hat. Danke an die Hinweise, dass meine Chatplate Sachen auflädt. Ey, das hatte ich absolut nicht. Also ich weiß nicht, ich habe es irgendwie nicht gewusst. Also, keine Ahnung. Aber das ist trotzdem aufgeladen. Also, habe ich hier irgendwo einen Wireless Charger eingebaut? Ich weiß es selber nicht mehr. Oder lädt der Tesseract das auf? Also es scheint ja aufgeladen zu werden, das Schwert. Und ich meine, es sind auch 122 Level drin. Also der hat auch einige Mobs geklatscht. Hier ist auch alles voll. Oh, wir sollten hier dringend mal die XP absaugen. Ist das hier? Nein. Hier, ne? Ach, hier. Oh. Okay. Fluid Importbus. Dann setzen wir den mal dahin. Hallo? Geht's noch? Ach, das ist ein Licht. Okay, das heißt, wir müssen das Licht irgendwo anders hin machen. Okay, das kriegen wir hin. Sigil of the Blood Lamp. So, einfach mal hier ein Licht hin. Optimal. Okay. Dann White. Ja, dann nehmen wir die Smart, wenn wir genügend davon haben. Mehr als normale, dann ist auch egal. So. Damit sollten wir die mal absaugen. Das ist ja auf. Genau, einfach mal auf Non stellen. Jawohl, und schon ist das Ganze leer gesaugt und wird schön in unser Fluid-System gepumpt. Okay, sehr schön. Sehr schön. Ach, der ist noch nicht am Stromnetz angeschlossen, ne? Der ist noch gar nicht am Stromnetz angeschlossen. Eigentlich gehört hier unten dann irgendwie. Ach, hier geht's. Okay, aber das hier kann ich nicht ab. Ja, bringt mir das Ganze natürlich nicht so viel. Ich könnte natürlich dann Tesseract drunter bauen, aber ja, lassen wir es erstmal so. So, das Zeug hier raus. Dann kann man schauen, haben wir eigentlich Souls gekriegt? 7 Stück. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Das heißt, statistisch gesehen hat er jetzt 7000 Mobs geklatscht, ja. Also passt schon. Resurrection Stone. Resurrection Stone da. Irgendwas fehlt. Ein Draconium Block? Oh. Warum habe ich keinen Draconium-Block? Das geht ja mal gar nicht. So, jetzt muss er dafür eine Menge anderen Kram craften. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber geht schon. Dieser Bilder-Block hier, ich glaube, der war Quatsch. Ich habe mir nochmal das angeguckt. Ja, klar, das ist der Falsche. Warum bin ich so dumm? Und zwar, jawohl, brauchen wir den Draco. Ach, was mache ich hier? Den
Ja, Bilder. Genau, den Bilderblock. Den hier bräuchten wir. Dafür brauchen wir Diamond Gears. Okay. Bilder. Wir bräuchten die komische Landmark hier. Und Pulverized Coal. 100. Machen wir einfach mal. So. Bilder. Dann können wir die... Dann können wir den auch machen. Was wir dafür aber auch noch brauchen, ist ein Architect Table. Okay, wir machen vielleicht ein paar mehr von denen. Okay, noch zwei, passt schon. Dann davon vielleicht noch ein paar mehr. Für was auch immer. Und ein Blueprint. Okay, Architect Table. Und die Library hier, glaube ich, brauchen wir noch. Nein. Ich glaube schon. Zumindest schadet es nicht. Okay. Das haben wir alles im Inventar, wobei wir den Drachen jetzt erstmal so umlegen. So. Gehen wir nochmal schlafen. Nee, im End ist egal. Ich möchte jetzt schauen, ob das funktioniert. Da bin ich nämlich sehr gespannt. Jetzt habe ich keine Torches mitgenommen. Ach, egal. Habe ich den Item Dislocator hier dabei? Oder einen Elektromagneten oder irgendwas? Nee. Na gut, dann klatschen wir die einfach so um. Und schauen, ob wir vielleicht mit etwas Glück eine Enderperle kriegen. Yeah, zwei Enderperlen. Okay. Resurrection Stone ist drin. Also im Prinzip haben wir das Ding jetzt. Ja. Lass mal testen. Ja, die ganzen Blöcke werden wiederbelebt. Richtig. Das heißt, wir können da keine Torches hinsetzen nachher. Alter, das ist laut. Sondern wir müssen da irgendwas Explosionssicheres hinmachen. Das sieht gut aus. Das sieht schick aus. Nee, das war... Okay. Alter Schwede, ich muss das auf jeden Fall leiser machen. So, jetzt schauen wir mal. Und zwar spawnt er auf Höhe 121. Okay, das ist wie... Ups, nee, die Taste wollte ich nicht drücken. Ich wollte die dritte. Alter Schwede, war das laut. Auf Höhe 121. Das ist wichtig für später. Kriegen wir den jetzt eigentlich kaputt, ohne die Dinger dazu? Ich befürchte nicht. Ja, das hätte ich mir vorher überlegen sollen, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall eine Möglichkeit, den festzuhalten. Aber da gibt es ja, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, so ein Ding von Atomic Tinkerer. So, jetzt müssen wir erstmal den ganzen Kram hier wegmachen. Wir haben noch genug Strom, jawohl. Ach ja, das zweite Mal Enderdrachenkampf. Und wer hat keinen Bogen dabei? Richtig, ich. So... Und so, und der ist auch weg. Ja, gut. Ah, ne, gut, da ist ein Ei. Okay, es ist... Oh, es ist sogar der Glowstone kaputt gegangen. Es ist wirklich alles kaputt gegangen. Aber so in der Richtung habe ich mir das vorgestellt mit dem Grinder.
Der würde dann hier schön alles upgrinden. Das ist ganz gut eigentlich. Ich frage mich, wenn wir den jetzt klatschen, ob wir dann irgendwie noch ein zweites Ei kriegen oder... Naja, wir werden sehen. Okay. Ja, das ist sehr angenehm, wenn er da den... Oh, Drache, komm. Nerv mich nicht. Du belästigst mich mit deinen Angriffen. Der ist ja jetzt stärker. Denn mit jedem Mal wiederbeleben wird der stärker bis zu irgendeinem gewissen Punkt. Also er wird niemals auch nur ansatzweise so stark wie der Chaos Dragon. Aber er wird halt ein bisschen stärker. Der Chaos Dragon, ja. Also ich habe nochmal geschaut, es ist tatsächlich auch in der 1.7.10 jetzt, das ist trotzdem die aktuelle Version mit dem super harten Chaos Drachen. Ich dachte, hier ist noch die alte Version drin, wo der Chaos Dragon halt einfach auch ziemlich low war. Aber nope. Ist es nicht. Deshalb begnügen wir uns mit den Enderdrachen. So, jetzt können wir den schlachten. Nein, können wir doch nicht. So. Ich habe den perfekten Titel für die Folge. Der Tierschutzbund hasst dieses Video. Und dann irgendein Hundewelpen als Titel. Ja, wobei, den Ender-Dragon kann man nicht als Hundewelpen verkaufen. Also richtiger Clickbait. Nicht. Der Ender-Dragon-Schutzbund. Ziehen sich sicher, da kommt dann so ein Demozug, der sich nackt auszieht, um gegen die Misshandlung von Enderdrachen zu protestieren. So. Oh Gott. Leute, die Hitbox von dem Ding ist so furchtbar. Na komm. Wir haben heute noch was anderes vor, außer dich umzubringen. Also bitte. Kannst du einfach schneller sterben, bitte? Gibt's ja nicht. Ah. Der Kampf ist auch noch so langweilig. Da ist der neue Vanilladrache auf jeden Fall spannender als der hier. Aber der wird in Zukunft sowieso nie wieder wegfliegen. Wenn wir das Dingens gebaut haben, diesen Attractor. Komm schon, Drache. Boah, das geht mir gerade so auf die Nerven. Aber ich mache da jetzt keinen Zeitraffer. Ihr müsst mit mir leiden. Ihr müsst mit mir leiden. Ja, ja, ja. Oh, gut getroffen, gut getroffen. Boah, ich hab doch voll sein Gesicht erwischt. Ach, ich bin so froh, wenn wir das Draconic Sword haben. Beziehungsweise den Staff of Power. So. Oh, es ist laut. Wo ist das Herz? Hä? Wo ist das Herz? Aha, aber wo ist das Herz? Ich sage euch, wenn der jetzt rumgebackt hat, dann hole ich mir das Herz so, weil wir haben uns das Herz verdient. Wir haben es uns einfach verdient. Weil es hätte eigentlich jetzt hier so rumschweben müssen. Weil hier steht ja auch, the heart is temporarily awakened by the dragon's explosive death. Also es ist theoretisch hier irgendwo hätte das Awakened sein müssen. Ist es aber nicht. Da kann ich jetzt aber auch nichts für, ganz ehrlich. Das ist jetzt nicht unsere Schuld, dass das rumbackt. Nö. Sehe ich nicht an. Hallo Enderman. Hehe.
Es ist euer Scheiß Ernst? Okay, das ist jetzt meine Schuld gewesen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das Spiel so dämlich ist, dass irgendwo ins Void zu spawnen. Also wenn das jetzt nicht hier rumliegt, das Herz, ne? Also es könnte noch sein, dass es beim normalen Spawn liegt. Das passiert manchmal. Der war irgendwo hier. Aber es sieht nicht danach aus. Und beim aktuellen Spawn. Nö. Nö, ich habe keine Ahnung, warum der das jetzt nicht gedroppt hat, aber das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Also ich hoffe, ihr seid dabei mir. Aber das war auch nicht da. Weil das hätte so in der Luft rumschweben müssen. Und das war es nicht. Das hat rumgebackt. Deshalb, hier. Wir haben uns das ehrlich verdient. In diesem furchtbaren Kampf gerade. So. Draconic. Wir machen mal ein Stack von... Ist das zu krass? Ja, es ist offenbar zu krass. Okay, dann machen wir mal 5. Mann, was die. Okay, das ist auch. Mana Steel ist auch so eine Sache, die sollten wir eigentlich echt automatisieren. Die sollten wir eigentlich echt automatisieren. Gut, es gibt 1000 Sachen, die wir automatisieren müssten. Aber irgendwann, eines Tages, in 1 Million Jahre oder so, da machen wir das mal. So. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr seid da auf meiner Seite mit dem Herz, weil das war da. Also das musste da sein. Die können das nicht auch nicht rauspatchen, weil sonst könnte man das Spiel nicht durchspielen. Also es hat irgendwie rumgebackt, deshalb finde ich das jetzt legitim, dass ich mir das geholt habe. Ach ja, und das ganze Zeug, das muss ich nicht auf formatierte Disketten packen, denn ich habe das ja hier in den DSUs. Und deshalb, Alter, diese Zahlen, ey, ich finde es immer noch geil einfach. Ja. Deshalb passt schon so, wie es ist, das ME-System. Core. Zwar normale Draconic Cores brauchen wir 16 für das Ritual. So. Dann Draconium Blöcke. Habe ich jetzt nicht bestellt, oder? Ich glaube 5 waren drin, ja. Jetzt haben wir kein Taumium mehr. Richtig. Was muss gemacht werden? Vibrant Alloy. Ich habe es mir fast gedacht. So, wir brauchen 4 von den Blöcken hier. Und wir brauchen TNT. Okay, haben wir genug. So, und noch 2. Perfekt, dann müssen wir die aufladen. Ach ja, habe ich nicht Vibrant Capacitor... Vibrant Capacitor Banks bestellt? Offenbar nicht. Na toll. So. Ich finde es. Alter, da hat man es gerade gesehen, wie krass. So, wo ist meine Sprengplattform? Da ist sie. Ein TNT in die Mitte. Jawohl. Ein bisschen Charged Draconium Blocks außen rum. Jawohl. Ein Herz. Ein Feuerzeug.
Genau so hätte das nämlich unter dem Drachen rumgammeln müssen. Und das hat es halt nicht gemacht. Das ist die Sache. So, einmal kurz warten. Und dann haben wir wieder ein paar Awakened Draconium Blocks. Yeah. Eins, zwei, drei und vier. Nice. Daraus machen wir uns jetzt den Awakened Draconium Magneten nicht. Einfach nicht. So, sondern Draconic Sword. Was fehlt uns dafür jetzt noch alles? Wow. Okay. Noch ein Awaken Core. Ach, Tommy. Haben wir ein bisschen Taumium? Mana Steel. Hey, lass doch mal ein Stack Taumium machen. Und Präkentatio. So, ordentlich Aspekte herstellen. Ja, da geht was. So, Awakened Core. Bitte einen Awakened Core. Dankeschön. Draco. Draconic Sword. Also, wir haben jetzt an die beiden. Flux Elementum. Es ist halt auch nix, ne? Zwei Awakened Draconium Blöcke, okay. Und jetzt fehlt uns noch in der Mitte drei Teile und unten in der Mitte eins, okay. Das hier noch, Pure Mana Blöcke, das kriegen wir auch, auch hin. Jetzt fehlen nur noch zwei Sachen, ein Wyvern Sword und das Ding hier. 5000 Millibuckets. Natürlich brauchen wir noch einen Awaken Core. Draconium. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das Draconium, konnten wir das in der Schmiede schmelzen oder mussten wir das irgendwie ganz special machen? Ich weiß es nicht mehr. Molten Draconium. Ich glaube, wir konnten es einfach einschmelzen. Ja. Die Uhr hier soll ich abbauen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Dann geht es schneller, das stimmt. Ist jetzt Molten Draconium ist unten drin. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier drauf mache, jawohl. So. Nochmal Draconium. Ich meine, wir haben ja fast eine halbe Million. So. Schauen wir mal, ob das reicht. Primal Mana haben wir auch noch. Aber jetzt können wir nochmal das zweite Sword of the Wyvern machen, weil das andere soll ruhig da vorne in dem Killer Joe bleiben. So, das hier hätte ich ganz gern nochmal. Unstable Ingots, zwei Stück. Ist ja kein Problem für uns. Was hat der das nochmal für Ding? Plus 6 Attack Damage, aber Infinite Durability? Hat er das nicht mal sowas? Ich weiß es nicht. So, was fehlt? Erstaunlich wenig. Zwei davon und einer davon. Also einer davon und zwei davon.
Ah nee, und der da. Also noch einer davon. Okay. Awaken Core. Das sieht eigentlich soweit alles ganz okay aus. Schauen wir mal, wie es in der Schmelze vorangeht. Molten Draconium. Okay. Draconium. Es macht halt keinen Sinn, das zu Blöcken zu craften, weil das geht ja nicht. Weil die sind ja teurer, die Blöcke. Was irgendwie crazy ist, aber egal. So, 2500 Millibucket und wir haben noch 71 drin. Okay, das hätte jetzt locker gereicht, aber lieber ein bisschen zu viel als zu wenig in der Schmelze. Destabilized Redstone haben wir auch noch. Okay, dann ist er hier gleich der Nächste. Zumindest nachdem wir eine Runde geschlafen haben. Also es geht eigentlich mit Draconic Evolution ganz gut voran. Ich würde ganz gerne in der Folge jetzt das Schwert noch kurz fertig kriegen. Hatten wir jetzt hier noch irgendwas drin, was wir eingescannt haben? Nee, okay. Ja, das mit dem Ritual automatisieren, das kommt dann noch. Ah, nicht hier oben. Ich habe gerade überlegt, wo muss ich nochmal hin? Ah ja, hier. So, das da drauf. Dann Destabilized Redstone auswählen und dann viel Spaß. 7200 Millibucket, Alter. Okay. Jetzt haben wir einen Draconic Energy Core. Das wäre jetzt auch die Grundlage für einen Capacitor, glaube ich. Capacitor. Brauchen drei davon für einen Capacitor. Boah, wir müssen das so dringend automatisieren. Und die Herzen sowieso, denn wir dürfen nicht vergessen. Und optimalerweise brauchen wir drei davon. Also, lustig ist das nicht. Das ist dann auch schon eigentlich. Ja gut, die haben wir noch nicht. Die müssen wir doch noch automatisieren. Ja, Mist. Also die Quantum Solar Panel und die Dinger müssen wir machen. Den Rest haben wir schon. Das ist eigentlich ziemlich gut. So, wie läuft's bei dir? Gerade fertig geworden. Optimal. Dann glaube ich, haben wir alles. Das wird spannend. Draconics, erstmal das da. Ja. Und Draconic Sword. So, Rüstung. Rüstung, so ladet bitte dieses Schwert. Ja, da hat jetzt keinen Bock drauf. Also ich bin auch überfragt, wie die Rüstung funktioniert. Egal. Und irgendwo haben wir Wolle her. Einfach aufladen einmal. Und wir haben jetzt ein Draconic Sword mit plus 40 Attack Damage. Also plus 40 Damage und plus 20 Damage, 20% vom Mob Health noch als Damage dazu. Und das hat plus 22. Also, ja, das hat halt Looting. Das ist gut. Aber sonst ist das hier halt gar nicht mal so verkehrt. Ja, nice. Dann haben wir das in der Folge geschafft. Da bin ich jetzt echt froh. Wir müssen Herzen automatisieren, aber oh nee, dafür müssen wir Tomcraft machen, ne? Attract. Genau, wir brauchen nämlich den Corporal Attractor. Und der ist von Thaumic Synchro. Und den haben wir, glaube ich, noch nicht mal freigeschaltet, oder? Thaumic Synchro.
Da muss ich mal schauen, wie wir den freischalten. Wahrscheinlich. Ich spicke einfach im Internet. Irgendwie werden wir schon freischalten. Ich würde sagen, soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ah ja, kurzer Nachtrag. Ich bestelle jetzt mal die 2000 Capacitor Packs. Und danach sind wir fast pleite mit Enderperlen, aber egal. Okay, tschüss.